Mare nostra vivo, io qua con te, e sai che qua qua te. Da kommt man ja so richtig in Karibik-Stimmung, wir jetzt, ne? Auf einer weißen, schönen Insel. Frage an euch, zwischendurch, muss auch wieder sein. Ja. Wie nennt man denn diesen Tanz, den ihr gesehen habt, bei dem man sich so unter dieser Stange durchbewegt? Wie heißt der? Eins, Samba. Zwei, Limbo. Oder drei, Lambada. Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Die Meinungen gingen da ein bisschen auseinander. Samba. Die Samba wird getanzt beim Karneval in Rio. Das, was wir vorhin gesehen haben, das war Limbo und Lambada. Ihr kennt doch sicher alle den Superhit von Kaoma. Gibt's denn hier irgendeinen, der Lambada tanzen kann? Du! Wollen wir einen Lambada-Schnellkurs machen? Ja. Also gut, dann erklär mir das mal. Ich kann's nämlich nicht. Also, nimm du das Mikro halt fest und erklär. Das müssen wir. Halt du, Philipp, du hältst und musst natürlich hier hinkommen. Du musst ihm immer das Mikro hinhalten, ja? Zuerst die Arme richtig halten. Ja. So, und jetzt muss, so. Ja, jetzt muss ich mit dem Bein so und jetzt immer mit dem Po wackeln. Wackeln. Und dann nach einer Zeit musst du so machen. Ja, ich halte dich dann fest. Ja, lass mich jetzt mal wackeln hier. Moment. Also komm. Fährst du mit deinem Bein? So. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Moment. Nein. Ja, so. Und jetzt? Jetzt? Musst du so machen. Ich hält ja keiner fest, wenn ich so mache. Doch, du hältst mich fest. Oh. Also wir zwei, ja? Also Benjamin, soll ich dir was sagen? Wenn sie uns zwei auf eine einsame Insel schicken, ne? Kommen wir wieder als die super Lambada-Tänzer. Claro. Bei uns geht es jetzt weiter. Gleich mit der nächsten Frage. Es gibt da einen Mann, der hat auf einer Insel, auf einer ganz einsamen, ganz lange Zeit gelebt. Das Buch habt ihr gelesen. Wer kann es nur sein? Ruf mal. Kann es ja nur sein. Er war so lange einsam dort, bis wir zu ihm kamen. Wer? Freitag. Klar, das ist ja noch nicht so schwer, das wisst ihr alle. Aber jetzt kommt die Frage. Woher wusste denn Robinson ganz genau, dass Freitag auch tatsächlich an einem Freitag zu ihm kam? Aha, dann lauf gleich richtig. Eins. Weil er an einem Freitag Geburtstag hatte. Zwei, weil der Eingeborene es ihm selbst gesagt hat. Oder drei, weil er jeden Tag durch eine Holzkerbe markierte. Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Alle haben das Buch von Robinson Crusoe gelesen und haben richtig gestanden. Er hat natürlich jeden Tag mit einer Holzkerbe so richtig für sich selbst markiert. Und da wusste er, aha, es ist Freitag. Auf unserer Insel da hinten, da tut sich jetzt auch was. Kommt einfach mal mit auf die Insel. Affe, bist du? Was soll das hier sein, ein Inselparadies? Nein, 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 die reinste Hölle ist das. Und dazu dieser Lärm. Ruhe! Ruhe! Das ist besser. Mittwoch, komm mal her. Nein, Sonntag. Nein, wie heißt du noch gleich wieder? Komm mal her. Wir machen jetzt Frühsport und dann bringe ich dir das Schreiben bei.
Ich will dich schließlich zu einem zivilisierten Menschen erziehen. Zilevi! Tiata, was ist das? Zivilisiert? Das ist jemand, der in der Schule viel lernt, später einen Haufen Geld verdient, damit er sich das Leben leisten kann, was wir hier führen. Stell dich jetzt mal neben mich und auf und nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf. Freitag, so geht das doch nicht. Komm, stell dich mal hier vor mich, so, dann kannst du mich besser sehen. Und nun, eins, zwei, ja! Eins, zwei, und eins, zwei, und eins, zwei, Freitag. Das nennst du Morgengymnastik? Da können dir doch die Affen noch was vormachen. Ach, das ist doch sehr schwierig. Jetzt wollen wir mit dem Unterricht anfangen. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Donnerstag, nicht wahr? Nein, Sonntag. Habe ich schulfrei. Ich glaube, du schwindelst. Aber ich kann ja den Kalenderbaum befragen. Am 30. September 1659 bin ich gestrandet. Das war vor 19 Jahren. 19 mal 365 sind 700. Das macht 2.286.084,5 und der Was Baum! Was ist denn hier passiert? Unser Unterrichtsbaum. Hat doch nichts als dummes Zeug im Kopf. So, jetzt steht er wieder. So. Freitag, heute lernst du schreiben. Und zwar das Alphabet. Und das Alphabet beginnt mit A. A wie Ananas. A wie Ananas. A. Na. Nass. Jawohl, Ananas. Das ist gut. Ananas. Freitag, was soll denn das? Hör auf mit dem dummen Zeug. Nach A kommt B. B wie Banane. Ba. Du, jetzt habe ich aber gleich zu viel. Wenn du nicht aufhörst, Freitag, dann schicke ich dich zu den Wilden zurück und dann kannst du im Kochtopf schmoren. Nach B kommt C. C wie Kokos. Nun ist aber wirklich genug. Jetzt wird mir nichts mehr passieren. Gleich kannst du mich nicht mehr ärgern. Ich werde nämlich... Jetzt, Freitag, kann mir nichts mehr passieren. Robinson. Und Freitag. Und dir natürlich auch. Ja, aber ist wahnsinnig. Bloß, kann ihn mal einer hier wegschaffen? Hau ab. Hau ganz schnell ab. Los. Komm mit. Aua, Mensch. Also ein Affe. Ihr seht hier schon mal, ich glaube, ich habe das Gefühl, der Robinson, der hat so lange unter der Sonne gestanden. Ich muss hier mal was ändern. Ein K. Kokosnuss. Das hier ist schon die letzte und neunte Frage an euch. Welche dieser drei Früchte wächst auf einer Palme? Eins, die Ananas. Zwei, die Banane. Oder drei, die Kokosnuss. Eins, zwei oder drei. Zwei oder drei, letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Benjamin, es war leider nicht die Ananas. Tatsächlich wachsen nur Kokosnüsse,
auf den Palmen, Bananen wachsen an Stauden und die Ananas, die kann man so vom Boden pflücken. Jetzt will ich mal gucken, ihr habt ja keine Kokosnüsse, sondern Bälle. Hier sehe ich bei Desiree 6. Hendrik 6. 7 Bälle bei Nina, 7 Bälle bei Matthias, 7 Bälle bei Sina, 5 Bälle bei Belinda, bei Philipp 5 Bälle, 3 Bälle bei Benjamin und 4 Bälle bei Stefan. Das heißt, wir müssen würfeln. Wir haben 3x7 Punkte. Mädels vor, Mädels ran. Nina, leg vor. Ui, die 3, lauf schnell hin. Sina. Und die 2. Matthias, die 1 ist es nicht, sondern die 6. Hier ist unser Tagessieger, Matthias. Den langen Donnerstag. Gegenwärtig ist das nur noch jeder vierte Bundesbürger. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels. Die Umweltschäden in der DDR sind nach den Worten von Bundesumweltminister Töpfer verheerend. 30% der Gewässer seien ökologisch tot. In jedem Jahr würden 5 bis 6 Millionen Tonnen Schwefeldioxid und 2,2 Millionen Staub in die Luft ausgestoßen. Die DDR verursache damit die höchste Luftbelastung aller europäischen Staaten, sagte Töpfer in Brüssel, wo er die EG über das Problem informierte. Das Wetter in Europa von 14 Uhr. Stockholm heiter 10 Grad, London stark bewölkt 12, Paris stark bewölkt 11, Hamburg heiter 11, Berlin bedeckt 10, München Regen 4 Grad. Madrid wolkenlos 13, Rom wolkig 12, Athen heiter 19 und Moskau wolkenlos 6 Grad. Die nächste Heute-Sendung um 17 Uhr. Liebe Mädchen und Jungen, jetzt feiert 1, 2 oder 3 seinen 100. Geburtstag. BG Lechtermann lädt zu einer bunten Party mit vielen Überraschungen ein. Natürlich gibt es auch wieder knifflige Fragen zum Mitraten und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Jubiläumsfest von 1, 2 oder 3. Als Kandidaten aus der Schweiz sind heute dabei Roger, Susanne und Christian. Aus Österreich kommen Astrid, Sigrid und Wolfgang. Und aus Deutschland begrüßen wir Mascha, Lukas und Caroline. Und hier ist Biggie. Das ist vielleicht ein komisches Gefühl, wenn man in so einer Torte ins Studio gefahren wird. Da fühlt man sich wie in einem U-Boot. Aber ich sag mir, lieber aus so einer Torte steigen, ne? Lieber aus dem Bauch einer solchen Torte kommen, als so eine Riesentorte im Bauch zu haben. Die möchte ich nicht haben. Ich sag erstmal hallo im Studio. Schön, dass ihr schon alle so richtig in Feierstimmung seid. Und natürlich hallo zu Hause vor den Fernsehern. Prima, dass ihr unsere Einladung rechtzeitig bekommen habt und natürlich heute richtig dabei seid. Wir feiern heute den 100. Geburtstag. Nicht mein. Ich sehe zwar morgens manchmal ganz schön alt aus, wenn ich in den Spiegel gucke, aber nicht wie 100. Sondern wir feiern heute den 100. Geburtstag von 1, 2 oder 3.
So, ich sag euch erstmal herzlichen Dank fürs Reinschieben. Und wir haben natürlich auch einen Platz für euch, ne? Und ihr seht schon, 1, 2 oder 3 hat heute so ein richtiges...